Hallo und herzlich willkommen, liebe HiFi- und High-End-Freunde. Mein Name ist Stefan Gellrich vom SG Akustik HiFi Studio in Karlsruhe. Und im Rahmen unseres Online-Shops für Plattenspieler und analoges Zubehör, phono.de, möchte ich Ihnen heute den Rega RP10 vorstellen. Rega baut schon seit sehr vielen Jahren sogenannte Einbrett-Plattenspieler. Dafür sind sie bekannt geworden. Unter der Ägide von Roy Gandhi entstanden viele solcher Geräte, zu nennen der erste legendäre, der P3, der sehr, sehr lange gebaut worden ist und auch im RP3 seinen Nachfolger fand. Dann kamen immer aufwendigere Geräte, später natürlich auch CD-Spieler, Verstärker, Phonoteile und alles, Tonabnehmer, alles, was man für HiFi eben braucht, sogar Lautsprecher. Aber der Schwerpunkt waren nach wie vor die Plattenspieler und der neueste Geniestreich von Roy Gandhi ist der Rega RP10, eine extrem aufwendige Konstruktion, der man das auf den ersten Blick gar nicht so ansieht. Das Konzept von Rega bleibt immer das gleiche und wird hier auf die Spitze getrieben. Wenig Masse bei maximaler Steifigkeit. Ja, es geht im Grunde genommen darum, was sich nachher auch im Klang äußert, dass ich möglichst wenig Energie speichere in den Komponenten und dadurch dieses riesige Gewicht. Das kommt der Musik zugute und jeder Rega-Plattenspieler, vor allen Dingen der hier im Besonderen, strahlt eine immense Energie aus und kann das eben auch wiedergeben. Kommen wir mal zur Konstruktion. Hier wurde wirklich außergewöhnliches Material eingesetzt, um genau das Ziel zu erreichen. Das ganze Gerät wiegt nur 6 Kilogramm. Das ist extrem leicht und er ist unglaublich steif und egal, wo ich ihn abklopfe und anfasse, da kommt nicht wirklich was raus, da wird nirgends Energie gespeichert und das führt dann eben zu diesem Ergebnis. Der gesamte Aufbau, wie man das hier sieht, besteht aus eigentlich zwei Zagen. Einer, wie man hier im Detail auch nochmal sieht, die im Grunde genommen außenrum angeordnet ist und dann diese Innenzage. Und bei der hat man die Steifigkeit und die Dämpfung auf die Spitze getrieben. Man sieht das, die Innenzage ist gefüllt mit einem Polyolefin. Schaum, ein neuartiges Material, was hier eingesetzt wird. Man sieht das hier auch nochmal in Großaufnahme und oben sind so Phenolharzplatten drauf, was das Ganze enorm versteift. Was auch toll ist, ist zwischen der Tonarmdrehachse und der Drehachse des Tellers ist oben und unten auf der Zage eine Versteifung aus Magnesium angebracht, die auf diesen Phenolharzplatten liegt und damit genau die wichtige Achse des Plattenspielers versteift. Das sieht man hier insgesamt auch noch mal ganz gut. Der Clou ist auch die gesamte Antriebskonstruktion. Wir haben einen Doppelriemenantrieb. Sieht man hier ganz gut im Bild. Wirklich zwei Riemen, die da drauf laufen. Riemenantrieb natürlich Pflicht. Da werden die ganzen Resonanzen vom Motor und so weiter, vom Tellerlager festgehalten. Und eben dieser Motor wird angetrieben von einem externen Netzteil. Es ist eine 24-Volt-Konstruktion als Synchronmotor. Das Netzteil extern hat auch einen riesigen Ringkerntrafo drin. Wir sehen das hier mal von vorne. Ich kann die Geschwindigkeit auch umschalten zwischen 33 und 45 Umdrehungen. Heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Hier elektronisch möglich. Und auf der Rückseite sehen wir hier auch die Anschlüsse und auch die Feinregulierung der Geschwindigkeit, die hier nochmal möglich ist, wenn ich mit einer Stroboskopscheibe an das Gerät rangehe. Auf der Innentellerkonstruktion, die auf feinst polierten und gefertigten Aluminium besteht, ist der Teller, wie auch schon beim Vorgänger, dem P9, ein Keramikteller, der aber hier aus nochmal neuen Materialien besteht und vor allen Dingen von der Gussform her erstaunlich ist. Es ist also eine Silikatkeramik, die gepresst und gebrannt wird. Und man sieht das hier, wenn man den Teller von unten anguckt, die Glockenform, die konisch von innen nach außen zuläuft, die hat hier auch nochmal eine Optimierungsfunktion, was die Resonanzen angeht. Montiert ist der RB2000, das neueste Derivat dieser kugelgelagerten Regaarme. Kommt auch wunderschön daher, da er hochglanzpoliert ist und unser Exemplar ist hier noch mit einem Orthophonsystem bestückt. Insgesamt also eine ganz, ganz ausgefeilte Konstruktion. Ja, jetzt legen wir auf das gute Stück diese hervorragende Scheibe auf von Velvet Underground. Die hat die gute Wiedergabe verdient. Wegen hier mit dem Lift können wir schön das System runterlassen. Da kommen wir auch gleich hier zur Tonabnehmer-Arm-Kombination, die hier drauf montiert ist. Wie gesagt, RB2000 aus einem Stück gefertigt, durchgehende
Verkabelung, hochwertigste Kugellager, dynamisches Anti-Skating, ölgedämpfter Lift und hinten das Wolfram-Gewicht dran. Ganz, ganz tolle Konstruktion, die sicherlich auch auf anderen Plattenspielern eine gute Figur machen würde. Bei unserem Gerät hier haben wir das Ortofon Quintet Bronze montiert, ein MC-System, standardmäßiger Ausgangswert so von 0,5 Millivolt, hat einen nackten Feinlein-Schliff an der Nadel und harmoniert insgesamt ganz gut mit dem Plattenspieler. Der ist nämlich ausgelegt für mittelschwere Arme, was der RB2000 ist. Man sieht auch die fest verschraubte Konstruktion hier hinten vom Tonarm, nämlich auf diesem Magnesium-Ausleger. Es gibt dafür verschiedene Spacer, sogenannte in unterschiedlichen Höhen, sodass die Höhe hier perfekt anpassbar gemacht werden kann, ohne dass irgendwo Spiel erzeugt wird durch eine Einstellbarkeit in der Höhe des gesamten Schaftes. Das war schon immer eine Idee von Reger, die hier auch ganz gut funktioniert. Das ganze Gerät wird übrigens auch inklusive einem ganz hochwertigen Tonabnehmerkabel geliefert, was wir hier nochmal im Detail sehen. Und bei dem Gerät ist auch, das hat man heute ja auch nicht mehr, bei jeder High-End-Konstruktion eine Acrylglashaube dabei, die nicht nur den Plattenspieler vor Staub schützt, sondern auch noch gut aussieht. Wir haben hier mit dem RP10 ein Traumlaufwerk vorliegen, das Beste, was Reger je gebaut hat. Man hat alles, was man wusste, gelernt hat in den letzten 20, 30 Jahren, hier investiert und wahrgemacht vor allen Dingen. Ja, ist ja ungewöhnlich, dass im Plattenspielerbereich heute noch solche modernen Materialien und solche Fertigungsmethoden zutage treten. Wie gesagt, man sieht es dem Gerät kaum an, er hat es aber faustdick hinter den Ohren. Da wird aus einer Ruhe, die das Gerät ausstrahlt, eine immense Dynamik und Lebendigkeit geschöpft, die ihresgleichen sucht. Also das ist egal, was ich höre, ob ich da Klassik, Rock, Pop, Jazz, Hip-Hop oder intensiven Hardrock auflege. Das hat eine Intensität und macht eine Bühne wie ein Fels in der Brandung. Sehr leicht aufzustellen, leicht zu bedienen, insgesamt traumhafte Konstruktion, wenn Sie viel Spaß dran haben. Ja, liebe Hi-Fi und insbesondere Analogfreunde, das war's auch schon für heute mit unserem Reger RP10. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und Sie sind auch das nächste Mal wieder dabei, wenn wir an dieser Stelle einen High-End-Plattenspieler vorstellen. Tschüss!